Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück auf dem PTU der Alpha 3.18 mit neuen, ja, Veränderungen und neuen Verbesserungen für das Salvaging. Und es hat mir keine Ruhe gelassen über die Weihnachtszeit. Ich bin einer Frage nachgegangen, die ich mir immer und immer wieder gestellt habe, mit, glaube ich, sehr interessanten Ergebnissen für uns alle. Nämlich der großen und wichtigen Frage, lohnt es sich eigentlich mit der Reclaimer solo zu salvagen, wenn man auch eine Vulture hätte? Also wir haben quasi, die Ausgangslage ist die, wir haben beide Schiffe, beide sind gewissermaßen mit dem normalen, besten Quantum Drive, den man haben kann, ausgerüstet und wir machen mal eine Art Wettrennen. Ich weiß, Salvaging ist kein Wettrennen, aber einfach mal um es zu testen, lohnt es sich. Kann man mit der Reclaimer auch solo gut salvagen? Und ist es vielleicht sogar besser als mit der Vulture oder ist es schlechter? Das wollen wir heute hier klären. Wir haben sowas Ähnliches schon mal gemacht vor einigen Jahren, als nämlich die Argo Mole rauskam. Und da ist man zum Schluss gekommen, dass es sich ja schon lohnt mit der Mole, damals jedenfalls. Da gab es noch einige wenigere Bugs, gerade beim Thema Stillstehen des Schiffes. Aber im Prinzip hat es sich damals mehr oder weniger schon leicht gelohnt, die Mole solo zu benutzen. Und zwar einfach deswegen, weil wir einen größeren Frachtraum haben bei der Mole als bei der Prospector. Also das Dreifache, und demzufolge auch die dreifache Menge an Erz abbauen können, ohne jedes Mal zwischendurch zur Börse zu gehen. Weil das große Problem ist ja der Zeitfaktor, wenn wir verkaufen gehen. Das sind, das kann ich schon mal vorab sagen, ungefähr 15 Minuten bis 20 Minuten, die wir brauchen, um von unserem, bei Salvaging hier in dem Fall, Wrack aus zum nächstgelegenen Börsenort, also in dem Fall Lorville, zu fliegen, dann zu landen, mit einem Fahrstuhl und mit einem Zug zu fahren, verkaufen und dann wieder zurück und dann wieder ins Schiff rein und dann wieder abheben. Das dauert alles relativ lange, ja, so 15 bis 20 Minuten. Ich mache jetzt hier keine 100% exakte Wissenschaft daraus, keine Sorge, aber die Zahlen sprechen, glaube ich, sehr für sich. Gut, fangen wir mal damit an. In dem Fall haben wir jetzt hier die Reclaimer und ich fliege mit beiden Schiffen, also auch mit der Vulture dann, nach Hurston L1 rüber. Und salvage auch exakt das gleiche Schiff, nämlich eine Hercules C2. Wichtige Randinfo hier, man kann es nicht ganz perfekt testen, denn die salvagebaren Raumschiffe, die wir im Verse finden, haben nicht immer exakt die gleiche Menge an Hüllen-HP. Deswegen habe ich es ein bisschen, so ein bisschen nachkorrigiert, aber nur ganz, ganz dezent, um die Ergebnisse nicht durch solche Unterschiede zu verfälschen, denn wir wollen ja irgendwie einen Durchschnittswert haben, der funktioniert. Wir wollen sie auch dann hoch skalieren können, denn wir haben ja einen großen Frachtraum bei der Reclaimer, ne? Die müssen wir ja voll kriegen irgendwie. Und deswegen habe ich dann so ein kleines bisschen nachkorrigiert, sage ich euch aber gleich nochmal im Detail. Wir haben auch ein paar Bugs im Spiel, wo eine Kiste verschwindet, aber das ist nicht tragisch. Ich habe es trotzdem so berechnet quasi, als wäre es völlig bugfrei. Das muss man so machen, denn die Bugs tauchen ja unterschiedlich auf und werden hoffentlich noch bis zur Live-Version dann gefixt. Und dann ist es sowieso egal, was da mal irgendwann auf dem PTU rumgebuggt hat. So, ich hatte gerade schon davon gesprochen, dass die 3.18 einige Updates bekommen hat, speziell im Salvaging und speziell für die Reclaimer. Und hier blende ich euch jetzt einmal ein, was genau das ist. Wir haben nämlich neue Geschwindigkeiten und neue Effizienzkurven für die jeweiligen Laser. Size 1 sind die von der Vulture, Size 2 sind die von der Reclaimer. Und ihr seht einen deutlichen Unterschied bei den jeweiligen Effizienzen. Ja, ich habe hier bei beiden Schiffen den Abrad-Laser genommen, weil das erstens mal aus meiner Sicht der beste ist im Durchschnitt halt für die Schiffe. Und zum anderen, weil den auch einfach beide Schiffe haben, standardmäßig. Das heißt, wir haben also gegenüber der Vulture eine dreifach so hohe Geschwindigkeit, nämlich statt 0,15 pro Sekunde abbaubarem Material haben wir 0,45 im besten Fall. Und die Effizienz ist auch 20% höher. Man könnte jetzt noch andere Module testen, das ist vollkommen richtig, aber ich denke, da haben wir einen guten Durchschnittswert, dass wir einfach den mittleren Laser hier benutzen. Und ansonsten gibt es keine Unterschiede, ne? Also die sammeln quasi ziemlich ähnlich, haben den gleichen Durchmesser, alles wunderbar. So, wie gesagt, wir suchen hier eine Hercules C2, salvagen die ab und gucken, was dabei rauskommt. Warum sollte jetzt die Reclaimer besser sein als die Vulture? Wir geben mal so eine kleine Prognose ab. Wir haben bei der Reclaimer zwei Salvage-Türme und wir haben zwei von diesen Salvage-Automaten hinten im Frachtraum stehen. Das heißt, ich kann also zwei SCU pro Abbauautomat quasi herstellen, ohne dass ich erst wieder hinter und sortieren muss. Ne? Also ich habe also quasi insgesamt vier SCU, die ich mehr oder weniger am Stück abbauen kann und erst dann muss ich hinter in den Frachtraum. Bei der Vulture habe ich nur einen Automaten. Das heißt, ich muss alle zwei SCU-Kisten aussteigen, hinter mit dem Traktorstrahl den Kram umwurschteln.
Und das heißt, ich habe also bei der Vulture doppelt so viele Laufwege. Dafür habe ich in der Reclaimer allerdings einen deutlich längeren Laufweg, weil ich muss ja durch das ganze Schiff durch, bis hinter in den Frachtraum oder in diese Salvage-Ebene. Was allerdings gar nicht so viel länger ist. Es sieht nach viel mehr aus, ist es aber gar nicht. Und dann kommt eben die Frage ins Spiel, gleicht man diesen längeren Laufweg wiederum dadurch aus, dass man eine höhere Geschwindigkeit beim Abbauen hat und auch eine höhere Effizienz, also mehr Material pro dem, was im Schiff drin ist, rauszieht. So, ich fange hier mal an zu salvagen. Kleiner Hinweis nochmal, es gibt hier einige Bugs immer noch beim Salvaging. Ihr werdet es gleich sehen, wir haben mehrere Stellen, wo Material zwar ist, aber der Laser glaubt, dass da nichts ist oder dass es irgendwie ein falsches Material ist oder so. Dann wird er quasi rot und sagt, invalid oder geht nicht oder ist nichts vorhanden. Das ist halt aktuell so. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen ausgeglichen durch ein paar Rundungssekunden oder auch mal eine Rundungsminute, die ich oben drauf gepackt habe. Habe ich aber auch bei beiden Vehikeln gemacht. Also es ist genau gleich gebalanced, dass wir wirklich ein faires Ergebnis haben. Und ihr seht, dass wir hier wirklich sehr, sehr kurzer Zeit ein SCU herstellen können. Ich habe das Ganze hier in der kleinen Tabelle mal durchgerechnet und kann euch mal folgende Zahlen hier jetzt schon mal geben für die Reclaimer. Der Abflug aus Hurston inklusive dem Wrackfinden bei Hurston L1 dauert, man glaubt es kaum, gerade mal 5 Minuten. Das könnt ihr auch nachmessen, das stimmt. Und das Lustige ist, bei der Vulture dauert es etwa genauso lang. Ja, es gibt natürlich immer mal kleine Unterschiede, je nachdem wie die Star Map so will. Und je nachdem, wie, ja, also wo gerade dieser Punkt ist. Aber ich habe das bei beiden ebenfalls gleich gemacht. Das heißt, wir haben hier also erstmal keinen Unterschied beim Finden des Wracks selber. Der Salvage-Vorgang dauert hier insgesamt für 12 SCU, das ist immer die Ausgangsbasis, weil das ist der maximale Frachtraum der Vulture, dauert bei der Reclaimer 25 Minuten inklusive dem Sortieren. Das heißt, was ich jetzt hier mache, was ihr auch gerade seht, ich salvage quasi die Hülle ab, mache 2 SCU im linken Automaten, steige aus dem Sitz aus gleich, gehe dann in den rechten rein, mache dort wieder 2 SCU, dann laufe ich nach hinten, hole die Kisten raus aus den Automaten, stelle die erstmal ganz wild hin, dann laufe ich wieder vor und salvage weiter. Und diesen Vorgang wiederhole ich so lange, bis ich 12 SCU insgesamt habe. Und danach werde ich im Frachtraum die Kisten noch ordentlich stapeln. Das gehört für mich einfach mit dazu, weil bei der Vulture muss ich es ja auch machen, damit das also fair gebalanced ist. Ne? Ihr seht es gerade, hier steige ich aus dem linken Sitz aus, gehe in den rechten. Bei der Vulture müsste ich jetzt schon hinterlaufen und schon anfangen zu sortieren. Den Vorteil habe ich hier natürlich ganz klar auf meiner Seite bei der Reclaimer, dass ich das nicht machen muss und einfach weiter salvagen kann. Ne? Das heißt, wir haben also einen Gameplay-Loop quasi beim Abbauen des Schiffes, also von der Menge her von 12 SCU, also 12 Salvage-Kisten, 25 Minuten. So, jetzt ist mein Frachtraum, oder nicht Frachtraum, sondern dieser letzte, zweite Automat ebenfalls voll. Das heißt, ich muss jetzt einmal durchs Schiff durchlaufen. Beim ersten Mal dauert das ein bisschen länger als bei den weiteren Malen, denn ich muss hier erstmal den Fahrstuhl runterrufen. Wenn ich den Loop einmal gespielt habe, also einmal hinten war und wieder vorgelaufen bin, dann sind die Türen offen alle, die bleiben auch offen und der Fahrstuhl ist immer genau da, wo ich ihn haben will. Das heißt, ich habe dieses eine Mal runterfahren rausgerechnet, habe das ignoriert, weil er ist im Normalfall immer sofort da, wo er sein soll. Man kann sich auch vorher ordentlich einstellen, ich wusste das nicht, aber das ist gar kein Problem. So, wir laufen also hier einmal durch, bin auch mal gesprintet und ja, ich weiß, Salvaging ist was Entspanntes, aber wir wollen ja irgendwie faire Zahlen haben, die man vergleichen kann. Übrigens auch diese Türen hier bleiben offen und da kann ich hier auch easy durchsprinten, ne, wenn ich es drauf anlege. Und dann gehe ich hinter zum Fahrstuhl, rufe den, der ist immer auch direkt da, wo er jetzt ist, ja, und fahre eine Ebene nach unten. Schade, dass es hier keine Leiter oder irgendwas gibt, um das noch ein bisschen zu beschleunigen, aber gut. Wie gesagt, es ist ja auch kein Speedrun, bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nur, dass die Zahlen wirklich fair zwischen den Schiffen verteilt sind. So, dann sind hier unsere beiden SCU-Kisten, die schon draußen stehen, die stelle ich mir gerade erstmal ganz wild einfach nur in den Raum, können wir nachher noch in Ruhe sortieren. Und hier gibt es noch einen kleinen Bug, dass teilweise der Automat nicht sofort anspringt, obwohl ich auf Eject drauf drücke. Auch das habe ich rausgerechnet, denn bei der Vulture buggt das komischerweise nicht rum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ihr seht es hier, ich drücke drauf, aber es passiert nichts. Selbst wenn ich ganz nah rangehe, der hängt manchmal einfach ein bisschen. Aber ist nicht allzu tragisch. Irgendwann kommt es raus. Da haben wir also jetzt hier 4 SCU. Und ja, dann laufe ich im Prinzip gleich wieder nach vorne. Der Fahrstuhl, der bleibt hier, daher merkt sich die Position, ist also sofort da. Ich kann wieder einfach hochfahren. So, machen wir das einmal ganz kurz hier gemeinsam.
Und dann laufe ich sofort zur Brücke. Der Punkt ist hier der, ich muss diesen Vorgang, um auf die gleiche Menge wie bei der Vulture vom Frachtraum her zu kommen, insgesamt nur 3-mal machen. Bei der Vulture 6-mal. Ne, wie gesagt, wir haben ja immer nur einen Automaten, also wir haben immer nur 2 SCU, die sich speichern und da muss ich jedes Mal hinter. Ich habe also hier halb so viele Wege, dafür einen etwas längeren Weg. Wobei, ihr seht schon, so viel länger ist der nicht. Ja, das, man denkt immer, das ist voll lang, aber im Endeffekt sind es rund 2 Minuten, die mir hier quasi flöten gehen, dafür aber nur halb so häufig wie bei der Vulture. So, jetzt gehe ich wieder in den linken Turm rein und setze meinen Salvage-Vorgang einfach fort. Das Schöne ist, er merkt sich hier, dass Power an ist. Das heißt, ich muss es nur unten wieder auf den Remote-Turret zugreifen und kann direkt weiter salvagen. Überhaupt kein Problem. So, und das wiederhole ich jetzt quasi so lange, bis ich 12 SCU-Kisten im Frachtraum habe. Und dann laufe ich nochmal hinter und dann seht ihr hier, ne, das ist jetzt das Endergebnis. Eine Kiste ist mir weggebuggt, das ist mir aber auch bei der Vulture lustigerweise passiert. Insofern ist es perfekt gebalanced, ich habe jetzt also nicht 12, sondern nur 11 SCU-Kisten. Ich tue aber so, als wären es 12, damit die Zeiten für beide gleich sind. Das heißt, ich habe am Ende des Tages hier in den Zahlen, kann ich euch mal ganz kurz sagen, für die Reclaimer exakt, oder also wirklich ziemlich exakt sogar, 2 Minuten Arbeitszeit quasi pro Kiste. Und zwar inklusive dem jetzigen Sortieren. Das ist alles mit dabei. Es ist also wirklich sehr, sehr schnell gemacht und dadurch komme ich hier auf einen gesamten Gameplay-Loop von ungefähr 45 Minuten mit allem drum und dran. Ne? Also für eine volle Vulture quasi innerhalb der Reclaimer rund 40, 45 Minuten. Wie gesagt, wir wollen es nicht ganz perfekt von der Zeit her, wird man es nie hinbekommen, aber ja. Das Sortieren hier, wie gesagt, wäre gar nicht zwingend notwendig, aber bei der Vulture ist es so eine Sache, da glitscht sonst gerne mal was raus, deswegen habe ich es hier mal gemacht und habe die Kisten ordentlich hingestellt und das, ja, kostet halt ein bisschen Zeit, aber ich sag mal so, wenn du die Reclaimer komplett voll machen willst, dann machst du es eigentlich auch so, dann stapelst du ja auch vernünftig und ihr seht hier 11 Kisten und die eine, die halt weggeglitscht ist, das kommt halt vor, ist bei der Vulture auch passiert. So, jetzt mache ich etwas, was man eigentlich mit der Reclaimer nicht machen würde. In dem Moment, ich fliege jetzt zurück zur Börse mit eben diesen 12 SCU. Normalerweise würde man hier aber voll machen. Wir haben einen Frachtraum von 100 bis 120 SCU, also da kann man noch viel, viel mehr reinpacken. Aber ich will ja diesen Loop quasi einmal spielen. Das heißt, wir müssen uns das mal vorstellen, ich hätte jetzt den Frachtraum wirklich schon voll und fliege jetzt zurück. Denn die Frage ist ja schon, wie lange dauert das denn bei der Reclaimer? Zurückzufliegen, zu landen, dann zur Börse zu laufen und so weiter und zu verkaufen. Und das messen wir hier quasi in diesem Part. Das heißt, obwohl die jetzt nicht voll ist, macht es für uns keinen Unterschied. Es geht nur um den Faktor Zeit für den Rückflug. Und das ging eigentlich relativ schnell, muss man sagen. Also ich bin jetzt vernünftig gelandet, es hat jetzt auch nichts rumgebuggt. Also ich konnte wirklich vernünftig in den großen Hangar landen. Und ja, dann werden wir hier einfach nur Sell, nehmen unser Schiffchen, in dem Fall die Reclaimer, sehen da unseren Kram, ne, 11 SCU, ja, ich weiß, ne, wir hat eins weggebuggt, verkaufen das, Klick, dauert kurz und fertig. Ne, rund 90.000 Tacken, wenn das eine SCU, also wenn es 12 wären, wären es fast 100.000 gewesen für einen Run. Und man muss hier noch eines sagen, dieser Weg hier, den ich hier renne, ist ja bei der Vulture das gleiche. Das heißt, der bleibt immer, egal was ich mache, egal welches Schiff ich habe. Der Unterschied ist also höchstens der Landeanflug mit der Reclaimer oder mit der Vulture. So, die Frage lautet, wie lange dauert denn der ganze Spaß eigentlich? Das heißt also, der Abflug von Hurston L1 inklusive der Ankunft auf Lorville plus die Zeit zum Verkaufen, also der ganze Weg, der dauert bei der Reclaimer 10 Minuten. Was ziemlich spannend ist, ich habe mir wirklich Mühe gegeben und es ist exakt genauso schnell wie bei der Vulture. Also die Vulture hat keinen relevanten Zeitvorteil, vielleicht eine halbe Minute. Lass es von mir aus eine ganze sein, wenn man sich noch mehr beeilt und noch mehr Afterburner Power gibt und richtig, richtig heizt mit der Vulture. Aber viel mehr ist das tatsächlich nicht. Das heißt, die Reclaimer und die Vulture haben sowohl beim Abflug von Hurston bis zum Wrack finden und auch beim Zurückfliegen und Verkaufen eigentlich die gleichen Zeiten. Der Rückweg von der Börse zum Schiff dauert ebenfalls nochmal 5 Minuten für, egal ob das Reclaimer oder für die Vulture. Das heißt, wir reden jetzt mal von der Nicht-Salvage-Zeit, die Zeit, die ich also nur am Hin- und Herbewegen bin. Da haben wir 5 Minuten Abflug Hurston plus Wrack finden, 10 Minuten Rückflug Hurston L1 plus Verkaufen bei der Börse und dann nochmal weitere 5 Minuten Rückweg von der Börse bis zum Schiff. Das heißt also rund, ja, 20 Minuten Zeit, die ich jedes Mal aufbringen muss, wenn ich verkaufen gehe und wenn ich mich irgendwie darum bemühe, meinen Fracht wieder loszuwerden.
Und da kommt eben der große Vorteil der Reclaimer ins Spiel. Aufgrund des großen Frachtraumes ist es nämlich so, dass ich diesen ganzen Weg nur ein einziges Mal mache. Das heißt, diese 20 Minuten Zeitaufwand habe ich einmal. Bei der Vulture ist es so, ich habe jetzt als Balancing-Grundlage 120 SCU genommen, ne, um irgendwie das vernünftig quasi fair zu rechnen. Und das passt ja auch locker rein in die Reclaimer. Also da würde ich quasi für 120 SCU mit der Reclaimer einmal fliegen, bei der Vulture halt 10-mal. Also ich habe alleine nur durch diesen kleinen Spaß hier rund 200 Minuten extra Zeit, bei der Reclaimer nur 20. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Unterschied, aber vielleicht holt die Bullshit das durch schnelleres und besseres Salvaging wieder raus. Das schauen wir uns mal genauer an. Ich bin gerade jetzt in der Vulture drin. Ich habe einen schnellen Quantendrive eingebaut. Der ist von der Zeit her genau der gleiche wie der bei der Reclaimer. Also da gibt es keine Unterschiede. Und ja, wir fliegen hier gerade raus aus Lorville. Von der Zeitmessung her, ich habe die Startzeit quasi immer gemessen in dem Moment, wo ich hier rauskomme aus dem Hangar. Ne, das ist bei beiden ziemlich gleich, aber es gab eh kaum Unterschiede, wirklich. Also das ist wirklich erstaunlich. Durch die Updates der Reclaimer im Bereich des atmosphärischen Fluges ist sie tatsächlich annähernd genauso schnell wie eine Vulture. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber das ist nicht groß der Rede wert. Wenn man die Energie auf den Afterburner packt und dann ordentlich hochboostet mit Leertaste, geht das wunderbar. Da ist die Vulture jetzt auch nicht wirklich viel schneller. Deswegen würde ich sagen, wir switchen mal ein bisschen nach vorne und gucken mal, wie das Salvaging eigentlich bei der Vulture aussieht. So, gleiches Salvage-Wrack, auch eine Hercules C2. Klammer auf, die hatte tatsächlich ein bisschen mehr Material als das, was ich bei der Reclaimer abgesalvaged habe. Aber das habe ich ja ausgeglichen schon rein rechnerisch, um das ein bisschen fairer zu gestalten. Das ist wirklich immer random, also manchmal haben die richtig, richtig viel noch, manchmal haben die schon ein bisschen weniger, manchmal hat schon irgendwer dann rumgesalvaged ein bisschen, aber ja, das kann man ganz gut eigentlich fair ausgleichen. So, die Vulture ist um einiges langsamer, das heißt, diese SCU-Kisten werden langsamer generiert und ja, halb so schnell, kann man ungefähr sagen. Dafür habe ich aber entsprechend natürlich weniger Laufweg. Ne? Das kann man wieder ausgleichen. Und ich habe bei der Vulture natürlich einen unglaublichen Komfort, weil ich ja im Pilotensitz salvagen kann. Das heißt, ich kann also easy mich mit dem Schiff bewegen während des Salvagens. Wenn ich irgendwo eine Stelle habe, wo ich nicht so gut rankomme, dann muss ich nicht das ganze Schiff bewegen, sondern ich kann quasi einfach direkt das Schiff mit dem Salvage-Laser zusammen, zum Beispiel auf die Rückseite des Schiffes drehen. Ihr seht es hier, wenn wir mal so ein bisschen nachjustieren. Bei der Reclaimer geht das natürlich nicht so einfach, wobei man sagen muss, die beiden Salvage-Türme bei der Reclaimer, die kommen eigentlich überall easy ran. Also es ist viel, 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 viel besser als beim Mole Mining. Du hast einen wahnsinnig großen Bereich, wo du das Schiff oder diesen Salvage Laser hindrehen kannst. Aber ihr seht schon jetzt hier, glaube ich, an diesem Beispiel gut, dass es um einiges länger dauert. Ich habe auch hier diesen Abrad Salvage Laser genommen, um das einfach fair zu haben. Man könnte jetzt auch den Cinch nehmen, der ist ein bisschen effizienter, der ist auch ein bisschen schneller, aber hat einen viel, viel kleineren Bereich. Und am Strich muss man sagen, diese Abrad Laser, die haben eigentlich schon das beste Verhältnis von Geschwindigkeit und Effizienz und Größe. Aber wie gesagt, das kann man ja auch bei der Reclaimer wieder wechseln. Also es ist im Grunde genommen egal, welchen man nimmt. Ich habe es einfach mal den mittleren hier bei beiden genommen, um das möglichst fair zu haben. So, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir es vorgespult haben und der Fracht oder dieser Salvage-Automat ist voll. Ich muss also jetzt nach zwei SCU-Kisten aussteigen. Ihr seht, das dauert ein kleines Momentchen, geht aber recht fix, ist ja nicht weit. Ich muss durch zwei Türen durch, die Leiter runter, da hole ich meinen Traktorstrahl raus gleich und stelle die Kiste Nummer 1 zur Seite. Und hier habe ich es jetzt gleich ordentlich platziert, weil ich eh die Zeit habe. Also ich habe möglichst versucht, effizient zu spielen. Ne, es dauert hier immer ein bisschen. Es lohnt sich nicht bei der Vulture, das erstmal wild reinzuschmeißen und dann zu sortieren. Dann ist immer irgendwo was im Weg. Deswegen habe ich es ja gleich ordentlich gemacht. Dann muss ich es nachher nicht nochmal machen. Insofern, ne, und dann gehe ich wieder nach oben und setze meinen Salvage-Vorgang einfach fort, bis irgendwann alles wieder voll ist und gehe wieder hinunter in den Frachtraum. Und nun ist es so, dass wir die Vulture wirklich komplett voll gemacht haben. Hier haben wir jetzt mal kurz ein paar Zahlen dazu. Also, bei der Vulture dauert der gesamte Salvage-Vorgang, also für alle 12 SCU, inklusive dem kurzen Sortieren, was ich immer hier nochmal gemacht habe, ebenfalls 25 Minuten. Das ist interessant. Es ist genauso lang wie bei der Reclaimer. Das hat eben damit zu tun, ich habe zwar einen kürzeren Weg bei der Vulture, aber ich muss eben doppelt so häufig laufen und die Lasers sind weniger schnell. Übrigens, auch hier ist eine Kiste rausgebackt, darf man nicht irritieren lassen, die ist einfach durch die Wand durchgeflitzt. Aber es ist eigentlich ganz fair, weil so hast du im Endeffekt bei beiden Schiffen jetzt dann diese 11 SCU
Für unsere Rechnung nehmen wir trotzdem natürlich 12. So, das heißt, der Salvage-Vorgang selbst dauert also gleich lang bei der Reclaimer und bei der Vulture. Ich habe nur eben den Komfort bei der Vulture, dass ich eben um das Schiff drumherum fliegen kann und wenn da mal irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich mich besser wieder justieren. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall, denn mehr passt nicht rein, offiziell zumindest nicht, muss ich jetzt nach Hurston fliegen und ich habe das übrigens auch ausgerechnet, ne? Also irgendwelche Fehler von mir, die ich gemacht habe, wo ich mich verdreht habe oder so, ist alles rausgerechnet schon. Der Rückflug nach Hurston inklusive dem Landen, dem Verkaufsvorgang und so weiter dauert ebenfalls 10 Minuten. Nimmt sich also genauso wie bei der Reclaimer rein gar nichts. Vielleicht, wie gesagt, sind wir minimal ein bisschen schneller, vielleicht eine Minute, kann man nochmal oben drauf rechnen, aber ihr werdet gleich sehen, dass es eigentlich völlig wurscht ist, wie schnell oder wie langsam ich bin, denn der Unterschied von der Zeit her zwischen Reclaimer und Vulture und damit der gesamten Effizienz ist enorm. Wir haben nämlich bei der Reclaimer, wie ich vorhin schon sagte, den großen Vorteil, wir müssen bei 120 SU, wenn wir mal ein bisschen hoch skalieren, nur ein einziges Mal zur Börse fliegen. Wir sparen also 200 Minuten. Und bei der Vulture geht das halt nicht. Bei der Vulture muss ich alle 12 SCU abgeben fliegen. Gut, vielleicht habe ich einen Kollegen, der mir dabei hilft oder so. Aber wir wollen ja solo unterwegs sein. Ich könnte ja auch dann bei der Reclaimer noch einen Kumpel haben, der nebenbei das umlädt oder so. Oder hinten im Frachtraum hilft. Dann bin ich ja nochmal doppelt so schnell. Das heißt also, für Solo-Gameplay und auch für Multicrew-Gameplay eigentlich ist tatsächlich die Reclaimer besser. Und zwar um Welten besser. Ich sag euch jetzt mal die Gesamtzeit für 120 SCU. Wenn man wirklich mal alle Bugs und irgendwelche Glitches oder irgendwelche Falschbewegungen mit dem Quantum Drive, irgendwelche Ladezeit und so alles mal rausrechnet, das mal ignoriert und mal davon ausgeht, dass es bei beiden Schiffen wirklich wunderbar läuft, also wirklich fair gebalanced ist, dann brauche ich für 120 SCU mit der Vulture inklusive Verkaufsvorgängen ganze 440 Minuten. Bei der Reclaimer sind es hingegen nur 220. Ne? Und da sind wir eben bei diesen rund 200 Minuten, die ich spare, weil ich halt nicht 10-mal rüberfliegen muss zur Börse, sondern halt nur einmal. Und da haben wir es eben. Ne? Das ist der Zeitfaktor, der hier eine Rolle spielt. Und es liegt ja auch eigentlich auf der Hand. Deswegen habe ich mich auch so gefragt, ob das tatsächlich so funktioniert, ob die Laser und so weiter diesen Nachteil der Reclaimer ausgleichen, dass sie halt, naja, diese lange Wege hatten, dass man immer dahinter laufen muss und so weiter. Wir haben halt den Punkt, dass wir eine unumgängliche Zeit haben, in der wir nicht salvagen können und das ist die Zeit, wo wir eben rumfliegen und verkaufen gehen und die ist ziemlich lang. Und während hier jetzt die Vulture zum Beispiel gerade auf dem Rückweg nach Lorville ist und zum Verkaufen unterwegs ist, würde jetzt die Reclaimer einfach das nächste Wrack fix suchen. Das dauert ja auch nicht lange, sind ja alle naselang welche. Das kann man mit 2 Minuten nochmal oben drauf rechnen, das habe ich auch gemacht. Deswegen ist der Unterschied halt rund 200 Minuten. Und Salvage weiter gemütlich, ne? Und würde halt ewig nicht verkaufen gehen. Was sagt uns das? Nun, es sagt uns, glaube ich, 3 Dinge. Egal, welches Schiff man nimmt, Salvaging lohnt sich in jedem Falle sehr. Denn für einen Gameplay-Loop, selbst bei der Vulture, von, naja, sagen wir mal, rund einer Dreiviertelstunde, habe ich 100.000 Alpha UEC safe verdient, ohne dafür auch nur einen einzigen Cent zu investieren. Die Treibstoffkosten kann man ja wirklich vergessen. Und insofern bleiben wir weiterhin ungefähr auf dem Level, wo wir auch beim normalen Mining sind. Klar, Titanium Mining lohnt sich nochmal eine Ecke mehr, aber ist eben auch ein bisschen, ja, zeithetzend, ne? Ich muss mich da wirklich beeilen und es ist auch nicht so einfach wie bei Salvaging, ist es ein bisschen komplexer mit den Modulen und Co. Das heißt, die entspanntere Variante, das Salvaging, ist auf jeden Fall hübscher sozusagen vom Gameplay-Loop her und bringt eine Menge Geld ein. Auch bei der Reclaimer und damit bin ich eigentlich wirklich zufrieden, weil das eben auch einfach bedeutet, dass der Salvage-Gameplay-Loop funktioniert. Nummer 2. Es sagt uns, dass die Reclaimer sehr wohl solo benutzbar ist, wenn man jetzt kein allzu großes Problem hat, umzusteigen in den anderen Sitz und mal hinterzulaufen und dann wieder vorzulaufen. Fairerweise muss man sagen, ich muss es bei der Vulture ja eh machen. Ja, also ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Bei beiden Raumschiffen muss ich immer wieder aussteigen und muss mich um die Fracht kümmern. Das fällt also so oder so nicht weg. Das heißt, ob ich jetzt eine halbe Minute länger laufe oder kürzer laufe, ist, glaube ich, für die allermeisten Leute egal. Und das Dritte, was es uns sagt, ist, dass tatsächlich die Reclaimer, wenn man es ordentlich macht, um einiges besser ist. Sogar solo als die Vulture. Jetzt kann man darüber lange streiten. Es ist ja noch PTU und es kann sich auch noch was verändern. Das Balancing ist noch nicht perfekt vielleicht. Pipapo.
werden wir noch sehen, ob sich hier nochmal ein bisschen nachbessern. Ich bin schon der Ansicht, dass die Vulture Solo die bessere Wahl sein sollte. Auf der anderen Seite bin ich auch gleichzeitig der Meinung, die Reclaimer kostet ja fast das, also ja, ein bisschen mehr sogar als das Dreifache an Geld und ist ein viel, viel größeres Schiff. Und ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass die Reclaimer da eine Ecke besser ist, sogar im Solo-Mining, im Solo-Salvaging. Das wird sich noch zeigen. Es ist ja alles Alpha, denkt daran. Es ist jetzt nicht so tragisch, aber ich glaube, das Experiment ist trotzdem super interessant, um auch mal den Leuten zu zeigen, die eine Reclaimer haben, hey, ihr müsst gar nicht zwingend eine Crew haben. Ihr könnt das auch sehr gut alleine machen und seid sogar, wenn ihr es ordentlich macht, besser, als wenn ihr euch jetzt dafür eine Vulture holt. Mit anderen Worten, jeder, der eine Reclaimer hat, braucht im Grunde genommen keine Vulture, auch wenn er solo unterwegs ist. Und jeder, der eine Vulture hat, der kann sich natürlich einen Reclaimer holen, braucht es aber auch nicht unbedingt, denn sind wir ehrlich, auch wenn der Unterschied jetzt wirklich dramatisch hoch klingt, 200 Minuten, darf man eines nicht vergessen, eine Vulture hat den großen Vorteil, sie kann sehr, sehr gut flüchten, wenn sie angegriffen wird. Eine Reclaimer hat dafür dicke Schilder, aber wirklich weg kommst du nicht. Und wenn da irgendwas schief geht, dann bist du, glaube ich, gerade als Solo-Spieler mit der Vulture am Ende des Tages dann doch wieder besser bedient, gerade wenn auch mehr Systeme ins Spiel reinkommen, wenn es ein bisschen komplexer wird und so weiter und so fort. Aber das ist ja ein bisschen Zukunftsmusik. Ich hoffe, es war auch für euch sehr interessant. Gebt mir gerne mal Feedback, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht sagt, Mensch, das ist ja cool, dann kann ich ja doch mit meiner Reclaimer solo salvagen gehen, ob ihr euch darüber freut oder nicht. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 65 degrees, last time I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?